Immer mehr Banken verlangen Gebühren für ihre Girokonten. Das hat ein Vergleich der Zeitschrift Finanztest ergeben. Nur 9 von mehr als 400 getesteten Kontomodellen waren gebührenfrei. Und da fragt man sich, Melanie Böff an der Frankfurter Börse, warum ist das denn so? Naja, das ist so, weil die Zeiten von Null- und Negativzinsen vorbei sind. Die Banken konkurrieren wieder mehr untereinander, zum Beispiel beim Thema Tageszinsen. Und wer sich jetzt mit Blick auf das eigene Konto denkt, das gefällt mir nicht so, kann natürlich kündigen und wechseln. Verbraucherschützer aber raten, vor dem Wechsel wirklich nochmal mit der Bank zu sprechen. Vielleicht gibt es noch was Passenderes, aber man muss auch wirklich aufpassen, denn nicht nur der Grundpreis bei den Konten ist wichtig, sondern auch vielleicht weitere Gebühren, zum Beispiel für Überweisungen, aber auch wenn ich Geld abheben möchte am Automaten. Da kann sonst einiges zusammenkommen. Und zum Schluss blicken wir auf den DAX kurz vor Handelsschluss im Plus bei rund 15.725 Punkten. Mit Spannung wird ein Treffen der Notenbanker morgen im amerikanischen Jackson Hole erwartet. Und dort könnte es neue Signale über die weitere Zinsstrategie geben. Dankeschön, Melanie Böff.